Dass der gegebene Elfmeter logischerweise das Endergebnis maßgeblich beeinflusst hat, kann man an dem 1-0 ablesen. Insgesamt können wir aber sagen, dass die Mannschaft eine ganz fantastische Leistung abgerufen hat und eigentlich das bestätigt, was sie über die ganze Saison gezeigt hat. Und wir können stolz auf die Mannschaft sein. Ja, das 1-0 ist jetzt nicht das Wunschergebnis, aber es ist durchaus ein Ergebnis, was uns noch Chancen lässt fürs Rückspiel. Die Europapokal-Arithmetik ist ja hinlänglich bekannt. Also wir müssen mit 2 Toren Differenz gewinnen. Ich glaube, dass wir eine ganz fantastische Atmosphäre hier haben werden. Wir haben in den letzten Wochen ja auch einige Montagabendspiele hier schon gehabt. Und ich glaube, dass es eine tolle Sache wird. Das ist jetzt noch nicht abzusehen. Die ärztliche Abteilung wird jetzt heute Vormittag sich um ihn kümmern. Es ist sicher eine Oberschenkelverletzung, eine muskuläre Geschichte. Ob es für Montag reicht, können wir jetzt noch nicht absehen, aber ich glaube eher nicht. Dom hat eine tolle Runde gespielt, hat 13 Tore diese Saison jetzt für uns erzielt. Von daher ist er ein wichtiger Bestandteil der Mannschaft. Aber wenn es nicht so sein sollte, dann haben wir auch noch einige andere Jungs, die gerade im Offensivbereich ja auch sehr gut unterwegs sind. Also von daher wäre es bitter für ihn und für uns alle natürlich, aber spielen werden wir am Montag trotzdem.